Ein Sommer auf der Hütte. Zmitzt in den majestätischen Bergen. Die Ossenhütte ist auf 2663 Meter über Meer. Die Saison ist fertig. Aber es ist noch nicht der Moment zum Loslassen. Ronja und Dave müssen bis zum Schluss voll bei Sache sein. Wenn ich die, ich sage jetzt mal, vergiss das Wasser abstellen, dann sind die Leitungen in der Hütte kaputt und musst alles erneuern. Das ist der Weg zur neuen Hütte. Remo und Petra Gisler wechseln von Kellenalp auf die Zustlihütte. Mit Familie ist hier oben alles ein bisschen einfacher. Das Bändel ist in einer neuen Heli, ja. Ja, das ist super komfortabel. Vor allem auch viel kostengünstiger. Auch auf der Lentenhütte ist Saisonschluss. So, gute Nacht. Am letzten Tag läuft aber nicht alles wie am Schnürli. Es tauchen plötzlich noch Gäste auf. Völlig überraschend. Und das Telefon geht nicht mehr. Dabei müssten sie unbedingt anrufen, dass sie im Tal jemanden abholen kommt. Das wäre nicht gut, Mann. Wenn wir hier im strömenden Regen dann noch warten müssen. Das ist SRF bei den Leuten. Heute Geschichte. Anfang Oktober ist es ungemütlich geworden hier oben, auf 2350 Meter. Die Gislers machen die Kellenalp parat für den Winter. Alles, was nicht wetterfest ist, muss unter das Dach. Der Remo Gisler kriegt Hilfe von einem Freund. Zuerst sitzen wir jetzt noch einmal drauf. Hey, kannst du herrlich. Ist für die Hochzeit offen, oder? Petra, nein. Hä? Petra von 30. Schon? Ja, vom Kari. Ja. Ah, der Kreis schließt sich. Gut zu umen. Ja, genau. Fangen wir an. Los. Es ist ein endgültiger Abschied von dieser Hütte. So. Zumindest als Hüttenwart. Ja. Die Gislers übergeben heute Kellenalphütte ihren Nachfolger. Sie selber übernehmen die Zustlihütte. Das ist schon alles, was man macht, das letzte Mal. Jetzt haben wir mit dieser Scheukel, die haben wir 6 Jahre aufgestellt, wieder abgebaut und so. Und jetzt ist es definitiv. Und sie bleibt auch da. Im Wissen, dass es auf der Zustli noch eine hat. Und es ist ja so. Also bis jetzt, ich habe es nicht irgendwie. Wehmut oder so ist noch nicht gross aufgekommen. Es ist klar, es sind viele schöne Erinnerungen, die daran hängen. Aber für mich ist es, mit dem Wissen, dass es weitergeht, ist es für mich viel weniger schlimm, als wenn es jetzt definitiv fertig wäre, das Hüttenwartsleben. Ja, das ist so. Ich finde es sogar eigentlich schön, so nach 6 Jahren. So nach 6 Jahren kommt ihr dann wieder? Nein, vielleicht nein, nicht gerade schon. Nicht der Plan. Vor und wegen. Nein. Ja, ja. Ja. Also. Dina führt Petra das Paar, das die Hütte übernimmt, durch die Vorratskammer. Ah ja, dann hat es hier oben noch so der grosse Tagwarensäck. Das ist das Reno, hä? Langsam wird der Abschied greifbar. Es ist schon noch komisch, das alles abzugeben. So, es ist ja die. Ja, wir haben es immer so bewirtschaftet. Aber gleichzeitig freue ich mich schon auf die andere Herausforderung, um dort wieder den Vorrat einzurichten und das wieder einzurichten. Ja. Da ist für das. Der Martin hat vorher die Supporthütte geführt, in der Nähe vom San Bernardino. Die Marjolaine, seine Partnerin, hat ihm dort auch schon geholfen. Die neue Hütte bewahren sie jetzt zusammen. Völliger Luxus. Sie sind mir nicht gewöhnt, dass sie so einen guten Vorratsraum hat. Hat es nämlich nicht gehabt. Jetzt Bier müssen unter dem Dach lagern, draussen. Das hier ist nur ein glutenfreies Mies. Das lasse ich euch auch hier. Das ist nicht übertrieben. Das ist dann so noch gäbig. Es hat so oben noch gekommen. Und das ist, glaube ich, neu.
Der Martin hat auf der Zapporthütte nicht viel Platz gehabt, aber vor allem viel weniger Komfort als hier auf der Kellenalp. Aber ich tue es nicht. Das muss ich nicht verrechnen. Jetzt, alles müsste ich provisorisch machen. Und bisschen, ja, war auch nicht so organisiert. Da ist natürlich schön. Und das ist für die Zeit für die Gäste. Normalerweise wären die beiden Kleinen, die Ael und der Leano, am Abschlusswochenende auch dabei. Wegen schlechten Wetter sind sie schon früher ins Tal gegangen. Das Nani und der Neni hüten. Die fehlen schon, es ist einfach viel ruhiger, oder? Und es ist nie mehr, es hat auch keine, jetzt hat es auch keine Spielsachen mehr, das ist komisch. Aber es ist sicher gleich auch einfacher, oder? Man kommt dann halt eher vorwärts, gerade wenn man so ein bisschen viele Leute koordinieren muss. Und du machst das und haben wir jetzt das schon erledigt und so, wenn nicht nur die Kinder noch rum sind, ja. Helfende Hände hat es genug. Auf das Umfeld der Gislers ist Verlass. Es sind richtige Putzteufel. Nein, das war schon richtig da. Sie haben das schön getrennt. Weißt du, das, was da war, ist da richtig. Und das sind andere, ja. Das ist gut. Ohne Familie und ohne gute Freunde, würde es, Kollegen, würde es schon nicht funktionieren, habe ich das Gefühl. Wenn du so, gerade jetzt noch Familie, also wenn du kleine Kinder hast, und so, brauchst du einfach Leute, die eine Freude haben, wenn sie kommen können. Ja. Und dann ist er da, nach 6 Jahren, der allerletzte Abend für die Petra und den Remo als Kellenalp-Hüttenwart. Haben Freude an dem, was ihr hier habt. Es ist uns ans Herz gewachsen die letzten 6 Jahre. Ich hoffe, es wird euch auch möglichst schnell. Ja, es ist schon wachsen. Schön, ja. Ja, ich finde, für uns war es also das Beste, was uns hier passieren konnte in dieser Zeit. Das ist uns wirklich ein Wunsch in Erfüllung gegangen, ja. Mit der Familie und noch. Ja, das ist so. Ich habe vorhin gesagt, es war eine super Zeit. Es war eine geniale Zeit, die 6 Jahre. Ich habe jetzt nicht Sekunden missen. Es geht weiter, ja. Ja. Weiter essen. Wir dürfen dann auf jeden Fall jederzeit dazu. Ja, das ist, ja, das ist gut. Jetzt können wir dann, wenn die beide Kinder super können, auflaufen können, können wir schlafen. Der Leono hat schon gefragt, ob wir wieder eins gegen die Topsi schlafen. Ja, müssen wir schon. Ja. Jetzt können wir schon. Im Berner Oberland. Auf der Dossenhütte hat es keine Gäste mehr. Und denen, die reserviert haben, sagt die Hüttenhilfe Ronja jetzt ab. Und jetzt ist es eben so, dass wir uns gestern dazu entschieden haben, dass wir die Hütte schon frühzeitig schliessen, weil ja, es ist einfach zu riskant. Es hat Schnee gegeben und es gefriert jetzt immer wieder in der Nacht. Und es ist einfach zu gefährlich, um da raufzukommen. Der Hüttenweg ist leider so nicht mehr machbar. Darum müssen wir leider deine Reservation stornieren. Ja, es tut mir mega leid. Aber danke für den Rückruf und dann gute Zeit. Wenn es niemand mehr zu verwöhnen gibt, bleibt nur noch zu backen und zu putzen. Und die Reste zu essen. Ich bin heute und morgen. Ja. Das Abschmücken für Suppen ist nach 3 Monaten Routinearbeit. Ui, ist gerade ein bisschen windig. Ui, ja. Ja, aber wir müssen es noch ausnutzen, wenn die Sonne scheint. Der Dave Zweifel, der Hüttenwart, hat hier oben schon Straubs und Gutes erlebt.
Für ihn ist klar, was in diesem Jahr raussticht. Mein absolutes Highlight muss ich sagen, ist wirklich der fünfte Sommer hier oben, drei Jahre als Saisonmitarbeiter bei meiner Vorgängerin und jetzt das zweite Jahr selber als Hüttenwart, ist, dass wir eine unfallfreie Saison hatten. Mhm. Also da bin ich, da habe ich extrem gefreut. Mhm. Es ist niemand auf dem Dossenhüttenweg verunglückt. Und das ist extrem schön. Und das ist nicht selbstverständlich. Der wird kurz nach uns wahrscheinlich auch gehen. Mhm. Ich denke so, ja. Was so schönes Wetter diese Woche. Weißt du was, Ronja? Was denn? In 9 Monaten bin ich wieder oben. Mega cool. Ja, ich nicht. Das ist gemein. Ja, aber du bist irgendwo in Zentralasien. Das ist schon sicher. Wer weiß. Etwas sehr Cooles und sehr Spannendes. Und, ja. Nein, auf jeden Fall. Für mich geht es ehrlich so weiter, wie es jetzt aufhört in 9 Monaten. Und für dich ist etwas ganz anderes. Mhm. Ronja wird zusammen mit ihrem Freund Alex auf eine lange Velotour. Aber zuerst gibt es jetzt auch draußen noch etwas zu putzen. Oberhalb der Hütte wird das Wasser gefasst. Auch viel Sahara-Staub hat es hier aufgeluftet. Und der muss aus den Fässern raus. Rüber, Ronja. Warte, komm schnell mit dem Fuß rüber. Voilà. Jetzt müssen wir den hier rausnehmen. Und dann kommt das Wasser hier unten raus. Und dann müssen wir nur noch 20 cm wieder rein tun. Ich hoffe, das geht recht gut. Da hat man das jetzt nicht gesehen. Aber ich tue es einfach rausziehen. Premiere. Jetzt haben wir, also jetzt lassen wir 7000 Liter Wasser den Berg ab. Schon krass, oder? Die ganze Saison irgendwie Angst gehabt ums Wasser. Sag nichts. Und dann so. Aber du tust schon ein bisschen weh, das heilige Wasser. Doch, geht ja, sag nichts. Die ganze Saison ist du nicht duscht und jetzt das. Ja, gut. Ja. Sparen und eine neue Wasserfassung. Auch dank dem hat die Hütte in dem Hitzesommer immer genug Wasser gehabt. Wir haben Premiere. Barfuß! Barfuß, genau. Cool, ich bin nicht runtergefallen. Jetzt lassen wir es mal runter. Die nennt jetzt perfekt zuerst. So, jetzt lassen wir dich drin, Ronja. Merci für alles. Es ist Ende Oktober und das Wetter ist unleid im Bündnerland. Die Lentenhütten haben zum letzten Mal in dieser Saison Gäste übernachtet. Ja, das letzte Frühstück für Gäste. Da ist auch ganz klar ein bisschen Wehmut dabei. Oder anders gesagt, die Saison ist kaum schnell um. Ja, für uns heisst es runtergehen. Freude jetzt auf die Ferien, aber ich glaube, wir könnten dann noch ein bisschen weitermachen. Also die Motivation wäre immer noch da. So, gut. Danke. Der letzte Morgen für Gäste ist für mich gar nicht so real. Also ich glaube, solange ich wie noch hier oben bin und am Arbeiten, dann bin ich wieder da. Ich check's gar nicht. Ich check's dann wahrscheinlich, wenn ich daheim bin. Oder wenn ich im Bus bin und richtig heimfahre. Also. Dankeschön. Dann haben wir hier das Brot. Ganz Spaß.
Für die Vera und Thomas heisst es jetzt anpacken. Sie machen heute den Winter fest. Der Wegweiser, der Septo, der kommt rauf. So, gute Nacht. Wow. Ah, herrlich. Das blöselt ein bisschen. Es stimmt jetzt schon, dass es fertig ist, auch die Natur. Zeigt uns jetzt schon, hey, irgendwann kommt der Winter in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und dann sind wir froh, sind wir auch im Dorf. He? Ganz fertig ist aber gleich noch nicht. Du, da unten kommt jemand. Oh, ernst? Wirklich? Nein, das sind aber viele. Hallo miteinander. So. Kommen wir noch? Ja. Völlig überraschend. Ganz überraschend, ja. Wie viele sind da? Wir sind noch zwei. Ah, okay. Es kann noch zwei mit aber Bikes. Aber es hat doch noch zwei Biker. Ja, genau. Ja, die können ah, die gehöre ich nicht zu euch. Ja, ja. Okay, cool. Okay, komm, ich laufe gerade schnell mit euch mit rein und dann. Ja, ja. Okay. So, aber irgendwo freue ich mich jetzt noch. Jetzt gibt es noch Tagesgäste. Also man hat also wirklich bis zum letzten Tag das Gefühl, man ist nicht ganz vergeben hier. Das habe ich am nicht gerne am Schluss, wenn es dann einfach so auströpfelt und niemand mehr kommt. Ja. Wunderbar. Neben der Schönen gibt es aber auch eine böse Überraschung. Das Telefon geht plötzlich nicht mehr. Aha. Ich weiß nicht, vielleicht einfach, wenn man es neu startet. Vielleicht geht es dann. Gut. Das ist dann vielleicht die Katastrophe total. Ich bin definitiv kein Technikgenie. Nein, aber ich probiere es einfach wieder. Einstecken und ausstecken. Suchen Basis. Ja gut, jetzt ist. Ah, jetzt kommt ein bisschen etwas. Ja, aber schau mal da hin, das muss dann auch noch weiss werden. Ja. Das ist doch scheiße. Neben dem Telefon ist jetzt auch noch das Internet ausgestiegen. Jetzt kommt er, aber wieso hat er jetzt rot? Also, ich gehe mal mit dem zur Basis. Stell sie mal unter drin. Oh Mann, ist das jetzt nötig, dass man hier oben die Steckel zieht? Jetzt hat es doch vorher zumindest funktioniert. Mann. Ach, so ein Seich. Ohne Kommunikation könnte der Abholdienst für morgen nicht organisieren. Ja, das ist leider jetzt nicht so entspannt, muss ich sagen. Aber ja. Wir haben mit Peter und Daniel abgemacht, dass wir uns melden, die Mägen runterfahren. Das wird ja hure geil. Wir haben ja keinen Empfang bis auf die Freilose. Ne? Also ich meine, ich habe ja gerne. Das wird nicht gut, das wird nicht gut, Mann. Wenn wir hier im strömenden Regen dann noch warten müssen. Nein, also es kommt schon. Aber positiv bleiben. Es ist, glaube ich, Zeit für einen Whisky. So. Nimmst du auch einen? Ja. Danke. Hey, wunderbar. Viva. Salute. Auf einen guten Abschluss. Vielleicht funktioniert das Telefon. Vielleicht geht es noch ein bisschen schlafen. Vielleicht. Man kann sich schon reingehen und aufregen und so, aber das macht die Verbindung auch nicht besser. Nein, das macht sie nicht besser. Im Gegenteil. Macht sie also, weißt, nein, ich muss jetzt auch investieren. Ja, und geniessen jetzt irgendwie noch den Abend, den wir haben. Und keine Ahnung. Genau. Auf der Kellenalp ist Zeit zum Gehen. Gut. Das gehen wir, hä? Ja, bald gemacht. Mhm.
In den vergangenen 6 Jahren sind die Gislers etwa einmal für heute ins Tal gelaufen. Aber heute ist es endgültig das letzte Mal. Ich bin jetzt eigentlich einfach sehr froh, dass wir jetzt hier so gut übergeben konnten und alles machen konnten. Ich freue mich jetzt gerade eigentlich. Ich hatte etwas mehr Bammel vor diesem Moment und das Gefühl, oh, ja, nach 6 Jahren. Und, aber es ist jetzt eigentlich wirklich okay. So. Es hat passend einen super Abschluss gehabt. Und jetzt freuen wir uns auf die neue Herausforderung, die kommt. Und das ist super. Ja, so. Und Abendweg nach einem intensiven Abschlusswochenende. Das geht dann zur Bestanz. Da hilft vor allem eins. Pizza bestellen. Ich habe Hunger. Hunger und Miet. Und dann mit der Pizza kommt schon eigentlich der Hunger. Ausschliessen. Dann ist schon wieder vieles besser. Heinz Ettighausen haben die Grosseltern auf die beiden Kinder aufgepasst. Die Ayla und der Leano warten schon. Sie sind seit 2 Tagen unten im Tal. Juhu! Komm her. Wir müssen nicht das Mal unsere Kie. Wir müssen aufpassen. Oh, so. So. Gut. Hast du das auch noch durchgefahren, bitte? Fein. Ganz lange erholen können sich die Gislers aber nicht wirklich. Es geht schon bald weiter. Wir werden nächste und übernächste Woche auf die Zustelhütte gehen. Und wir ab jetzt, also im Herbst, können übernehmen. Da werden wir noch müssen gewisse Sachen absprechen mit dem alten Hüttenwart. Und unter anderem ja noch irgendwann noch Holz aufseilen. Ja, genau ein paar Sachen, die wir jetzt im Herbst noch mal machen, wenn es um Frühling 23 losgeht auf der Suschlehütte. Wenn ihr ins Bett geht, komme ich auch ins Bett. Hast du gehört? Ja. Wenn ihr geschlafen habt, kommt sie mal mehr. Ja. Auf der Dossenhütte ist heute Abreisetag. Und nicht nur das. Ronja wird heute 26. Geburi auf 2663. Jetzt mache ich wieder einen Werbespot. Ja. Schon wieder hören. Keine Fanfare und Trompete. Ein Hund kommt uns zum Morgen, wie die letzten 3 Monate auch. Ronja ist ein bisschen enttäuscht. Wenn wir da oben bleiben, also da oben, wenn wir die Saison hätten gemäss Plan fertig gemacht und nicht schon früher, hätte ich sicher irgendetwas backen, ja, oder etwas organisiert mit einem Küchli oder so. Ja, aber so habe ich gefunden, ja, wir sind hier im Zusammenraum-Modus und ja, habe jetzt gleich ein bisschen Batzen gegeben für ihre Reise. Und dann kann ich das irgendwie damit etwas kaufen. Ja. So. Ja, vielleicht haben wir hier unten noch Möglichkeit, wenn wir runterkommen, können wir noch. Genau, können wir noch zusammen ein Stück Kuchen essen oder was auch immer. Ich sage mir immer, mein Geburtstag ist mir nicht wichtig. Und nachher habe ich gleich immer Erwartungen. ich weiß es nicht so recht, ob der mir wichtig ist oder nicht. Letzten Morgen habe ich ihn nicht so gerne, weil jetzt ist Schluss. Jetzt heisst es mir, jetzt geht es runter.
Und man kommt erst wieder in 9 Monaten rauf. Und zweitens ist auch so ein bisschen die Unsicherheit geklappt. Alles. Man hat noch so viele kleine Details, wo man muss daran denken muss. Das muss noch an die richtige Art, das sollte man noch verräumen, das noch einpacken. Und ja, im Normalfall bin ich wirklich froh, wenn der Heli dort landet und alles gut ist. Aber auch die Unterlast und mir auch. Und jetzt dieses Jahr ehrlich, wäre ich viel lieber runtergelaufen. Weil das geht mir immer viel zu schnell mit dem Heli. Aber ja, aufgrund der Verhältnisse und Sicherheit geht vor. Darum habe ich mich entschieden, dass wir runterfliegen. Alles Bettwäsch. Mit Abend muss auch alles, was wegen der Kälte wird, kaputt gehen. Du darfst nichts vergessen. Zuerst mal oben bin ich erst in 9 Monaten. Und wenn jemand Winterbetrieb hat, kannst du sagen, ja, easy. In ein paar Monaten bin ich wieder an. Und so musst du wirklich schauen, dass alles picobello ist. Weil wenn irgendwie, ich sage jetzt mal, vergisst das Wasser abstellen, dann sind die Leitungen in der Hütte kaputt. Du musst alles erneuern. So Sachen, das wäre blöd. Darum muss man wirklich der Kopf extrem bei Sachen. Am Anfang wie am Schluss. Dann gleich noch ein Stück Geburikuchen. Wow. Oh, wow! Nur ich bekomme einen Kuchen. Ja, danke. Geburtstag. Geburikin, gell? Wow, danke vielmal. Merci vielmal, Kobi. Herzlichen Dank. Wow, Ronja, zu deinem Geburtstag. Das ist ja schön. Jetzt so, hast du deinen Geburtstagskuchen. Was sicher den ganzen Tag hast du gewartet. Ja, dann. Lass alles. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Danke. Und merci vielmals für deinen Einsatz die ganze Saison. Danke dir. Sehr gerne, Chef. Schön können wir es an deinem Geburtstag abschließen. So. Merci vielmals, Kobi. Herzlichen Dank. Sehr lieb. Merci vielmals. Ich freue mich schon, zu Hause. Also, ja, ich glaube, ich realisiere es auch gar noch nicht ganz, dass jetzt. Ich weiß nicht, wenn ich das nächste Mal auf der Dossenhütte sein würde. Aber ja, das hilft manchmal, wenn man es noch nicht so ganz realisiert. Letztes Jahr bin ich in ein Loch gefallen nach der Saison. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch so sein. Das kann ich nicht weg- oder schönreden. Das wird einfach so sein. Und dort schaue ich einfach, dass das sich möglichst gut managen kann. Und ja, mit Vorfreude auf den 23. Juni. Ja, schauen. Drei Monate ist es jetzt her, seit Dave Tronja auch wegen ihrem Lächeln als Hüttenkilfin angestellt hat. Danke vielmals. Mega, mega tolles Erlebnis. Ja. Danke. Schön, bist du da. Komm ganz gut heim. Wir hören uns, gell? Ja. Du siehst lieber Grüße an Alex. Mach ja. Grüß dich, Buri. Ciao. Ja. Auch auf der Lentenhütte ist es der letzte Tag in dieser Saison. Die Keimtechnik streikt immer noch. Es tut unverändert nicht. Trotz Telefon- und Internetdesaster, der Thomas und Vera gehen heute ins Tal runter. Bei diesem Wetter hat man jetzt schon nicht so Lust, um noch viel länger zu bleiben. Auch wenn keine Leute mehr kommen oder wenig Leute, dann, nachher, das ist, ja, dann kann es einsam werden. Dann ist schon Zeit zum Gehen.
Der letzte Akt vor dem Abmarsch ist nicht ganz ungefährlich. Das ist extrem glitschig. Ja, das ist jetzt echt ein Zeich. Weißt du was, bleib du bitte da unten. Das zweite ist ein Zeich. Kannst du es alleine? Achtung, Thomas. Das ist schon ein bisschen... Ah, super. Oh, schnell warten. Ja, jetzt windet es gerade extrem fest. Super, super, super. Jetzt, ja, jetzt ist glaub, gerade ein guter Moment. Ja, super, super. Gut. Schnell eben so. Ja. Gut aufs Wildli. Ui! Hey, das ist mir das Eis. Ja, das ist übel. Das ist jetzt wirklich so. Also gut. Hey, aber super. Die Vera hat jetzt ihre zweite Sommersaison gemacht. Und vielleicht ist es auch die letzte. Ich weiss noch nicht genau, wie es weitergeht mit mir. Zuerst komme ich mal heim auf Basel. Aber ich glaube, einmal lernt er irgendwo, immer lernt er. Also, mir verschlägt sicher immer wieder mal da rauf. Ich weiss nicht, ob es eine ganze Saison wird sein oder ein Teil der Saison oder einfach ein Besuch. Das ist alles noch ein bisschen offen. Also, die Freundschaft zwischen mir und der Vera. Ich glaube, die hat dahingehend bestanden, dass ich sicher immer wieder sehen werde. Ich gehe sicher auch zwischendurch auf Basel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch immer wieder auf die Lentenhütte kommt. Ob als Besucher oder als Mithüttenwartin. Das zeigt die Zukunft. Das müssen wir, glaube ich, im Moment noch ein bisschen offen. So. Geht's mit dir? Hip-hop. Hm? Und Bella. Auch die drei Damen kommen natürlich mit. Das ist die, die Panik macht. Oh, oh, oh. Ja. Jetzt geht's dir. Du musst Achtung, sie hat Panik. Ja, ja, ja. Hebst du sie? Ja. Dann hole ich noch die dritte. Transportkiste ist Marke Eigenbau. Super. Ja. So. So, schau jetzt da. Ja, das Gerti hat so Panik. Nein, nein. Chicas! Ja. Geht auf eine Reise. Ja, die sind nicht schwer. Nein, nein. Oder hier auf den Ring kann man sie herstellen. Ist gut so. Ja. Hey, Chicas. Ja. Hm? So ein Migro- oder Go-Pellerine wäre auch noch cool gewesen. He? Ein Luftloch machen wir dann noch. Ja, ja. Super. Oh. So. Hey Peter, wir laufen jetzt in 10 Minuten los auf der Hütte. Ich hoffe, unterwegs geht die Sprachnachricht raus. Ich denke, wir sind um 2 Uhr unten im Ochsenstafel. Wir freuen uns, wenn wir dich dort sehen. Ich denke, die Nachricht geht raus während dem Ablaufen. Wir haben ja Signal vorne auf der Alp und im Ablaufen zum See. Hey, merci, bis nachher. Ist stabil. Ist gut, es geht nicht gross. Chickies? Der Abstieg dauert rund 1,5 Stunden. Die Hühnerkiste ist glaub, wirklich gut. Also, es tönt sehr lebendig da hinten. Sie ranken ein bisschen um. Ich kann ihn ganz langsam absetzen. Ja. Ja. Jetzt muss ich aber einmal reinschauen. Ja, grüezi Hühner. Zum Glück, die Sprachnachricht ist rausgegangen. Der Thomas und die Vera werden von Peter, ihrem besten Falser Freund, abgeholt. Du, leider nicht Plinio-Tal, gell? Ja, das ist ja mal Rivet. Cool, hallo. Hallo, hey. Tommaso. Sali. Ja, schön. Du hast schön warm. Hey. Das Fals geht zuerst zum Thomas Hai für einen kleinen Zwischenstopp.
nimmt Hühner, ist gut. So. Okay. Komm, dann laufe ich voraus. Mhm. Der Thomas kümmert sich im Winter um die drei. Jetzt müssen wir sie hier mal abstellen. Ja. Weißt du, was tun wir sie aus dem Sack? So lustig. Hallo! So. So, jetzt ist es doch ein bisschen Wasser. Ich muss einfach mal warten, super, bis ich nachher oben runterkomme. Dann kommen wir dann in Grösse. Ein Höckerschäle hast du nicht, gell? Jetzt sind die hier quasi im Zwischendepot, bevor es in den Stall geht. Ja? Dann müsst ihr jetzt einfach schnell ein bisschen Ferien machen. So. Ups, Achtung, jetzt ist das Wasser. Die Vera muss jetzt Abschied nehmen. Gute Zeit euch. Ja, es ist schon immer traurig, zum Tier zurückzulassen, die einem ans Herz wachsen. Aber ich weiss auch, dass sie hier in guten Händen sind und dass ich sie kann besuchen kann. Vielleicht sind sie ja nächstes Jahr wieder auf der Hütte. Mal schauen. Hm? Ja. Ciao, ihr lieben Hühnlis. Hey? Tschüss, tschüss. Die Hühner sind versorgt. Jetzt ist Zeit, das Saisonende zu feiern. Zusammen mit ihren Freunden, Peter und Daniel. Jetzt aber. Ali, hallo. So. Man kann sich gar nicht richtig umarmen, gell? Ali. Hoi, du. Hä? Okay. Jeder sagt irgendein. Es war eine gute Saison. Das macht beim Thomas Lust auf mehr. Ja, also 25 Jahre. Habe ich es jetzt gemacht? Ich glaube, 25 Jahre gibt es nicht. Ich hoffe einfach, dass ich noch 25 Jahre aktiv in den Bergen unterwegs sein kann. Aber ein paar Jahre gibt es ganz sicher jetzt noch. Doch, doch, doch. Also ich bin sehr solidarisch mit Talenta. Wunderbar. Ich sage auch noch etwas. Daniel, ja, muss natürlich auch noch. Hey, Vera. Wir sind alle. Sehr cool gewesen. Ja, danke schön. Viva. Viva. Hey, merci. Vera, hey. Herzlichen Dank. Das ist unglaublich. Ja. Viva Peter. Daniel. Am Sustenpass sind Petra und Remo unterwegs zu ihrem neuen Zuhause. In nur gerade 40 Minuten laufen sie auf die Zustli rauf. Diese Hütte kennen sie schon lange. Ich habe das Hüttenpraktikum gemacht vor vielen Jahren hier. Ich weiss etwas, man kennt die Hütte schon, aber natürlich die technischen Sachen oder gerade was die Zählbändchen angeht, das ist alles neu für uns. Etwas haben wir schon gemacht die letzten Tage. Aber es gibt immer wieder Sachen, die wir fragen. Und wir sind natürlich froh, helfen zu sein und unterstützen zu sein. Die Sustli-Hütte ist auf 2257 Meter über Meer. Hoch über der Sustenpassstrasse. Hallo? Hallo! Der Kari und Agi Stadler haben die Sustli-Hütte 19 Jahre lang geführt. So, willkommen bei mir daheim. Ja, hallo. Hoi, Agi. Gut. Ja. Hallo. Gut, ihr? Hallo. Schön, dass ihr da. Ja. Willkommen. Dann sind wir neu gekommen. Ja. Schön. Ja. Gekommen. Ja. Sie sind fleissig dran. Ja, das haben wir euch. Jetzt könnten wir auch das Bändchen sofort gerade wieder abreisen. Sonst der Gary versäure mir da unten. Dann nehmen wir jetzt hier. Ja, ich gehe schnell durch. Ja. Nachher der Rest ist gut. Tipptopp. Ja, also. An dem hat der Remo besonders Freude. Muss man noch sagen zuerst. So ein Bändchen haben sie auf der Kellenalp nicht gehabt. Und nachher die Zahnung rausnehmen. Muss ich raufziehen, gell? Ja, die Fangrolle liegen. Ah ja. Jetzt kannst du am Hebel ziehen. Jetzt kannst du mit der Bremse. Das kann ich nicht gehen. Kannst du dich gehen? Ja, leider kannst du schon gehen, aber wenn es geladen ist, vertreibt es nicht wirklich. 200 Kilo Last kann das Bähnli transportieren. 350 Meter der Stutz darauf. Und wenn er anschlägt, unten. Merkst du nicht. Merkst du nicht, aber nur, die Zeile. Wenn es Leute testet. Nein, wenn die Zeile nachher gibt. Dann oder einfach, wenn es rot ist. Das Bändli ist in der neuen Heli, ja. Ja, das ist super komfortabel. Vor allem auch viel kostengünstiger. Das kommt dann noch dazu. Das ist natürlich ein Bruchteil von dem,
Ja, wenn man fliegen muss. Ja. Das ist genial. Ja. Eine Hütte an jemand Neues zu übergeben, ist ein grosser Schritt. Ja, es ist sicher etwas speziell. Aber ja, wir haben tolle Leute als Nachfolger. Und das hilft uns natürlich auch, muss man ganz ehrlich sein. Also, für uns ist es auch ein bisschen einfacher, wenn man die Leute so kennt. Und es geht ins Ringer und ja, man freut uns für sie wirklich. Schön, dass man schon etwas so kann. Das ist halt gäbig, wenn man es jetzt schon machen kann, wenn es noch schön Wetter ist. Und darum ist das jetzt cool. Man weiss gerade, ein bisschen, wo das Zeug ankommt und es eben praktisch eingeräumt ist. Und so. Genau. Wir wünschen ihnen einfach alles Gute und ich hoffe, sie haben auch so tolle Gäste, die wir dürfen bewirten und begrüßen und ja, und sich hier oben das verwirklichen, was sie gerne möchten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Mal. Kommt gut. Mhm. Ja, schön. Ich denke so. Mhm. Ist Fries so schön? Ja. Es ist sehr schön, wenn er eben einmal kommt. Ja, bis er genug empfohlen ist. Bis er genug empfohlen ist. Hey, es geht in junge Hände. Wir kennen die zwei sehr gut. Petra von klein auf, Remo ein bisschen später, hat bei uns Praktikum gemacht. Also, es kann nicht schief gehen. Ja, aber so richtig konkret ist es eigentlich im Winter, oder? Ja. Das freue ich mich, wenn du so eingerichtet bist, was du vielleicht haben willst. Oder nach dem im Sommer dann noch mehr halt mit den Kindern, wenn wir uns dann so einrichten. Ja, kann ich auch sagen. Die Familie muss ja auch noch eingerichtet sein, dass das so kannst leben, dass es ein bisschen praktisch ist. Braucht es sicher einen Moment, bis man sich wieder daran gewöhnt hat, als Niwi. Eben auch mit den Kindern gerade und so. Und auch ja, die Hitten und auch ja, alles Niwi, das kommt. Oder? Aber es ist gut nach 6 Jahren wieder eine neue Herausforderung und etwas Neues und Spannendes. Ja. Für die Gislers fängt ein neues Kapitel an. Und für uns gehen sie zu Ende. Die Hütengeschichte von diesem Sommer.